Schaut mal hier, PES 1995, da ging das Spiel schon an den Start, also es ist nichts Neues mit PES, auch schon sehr viel Tradition. Seit 5 Jahren bzw. seit 4 Jahren mache ich FIFA News und seit dem letzten Jahr habe ich mir fest vorgenommen, auch immer ein bisschen PES News zu machen und mich mit dem Spiel zu beschäftigen, weil ich finde, die Konkurrenz spielt auch eine große Rolle in der Entwicklung von FIFA und auch, wie läuft das Spiel, ist es besser, ist es schlechter. Seit dem 30. Juli ist die Demo von PES 20 raus. Ich habe sie angezockt und werde hier meine Meinung mal rausballern. Ob wir da gleicher Meinung sind, werden wir wahrscheinlich nicht sein. Wenn euch dieses Video gefallen sollte, dann lasst einen Daumen nach oben da und ein kostenloses Abo. Vorab, ich werde hier ganz konkret sein, keine Lügen, keine sonst irgendwas. Wer mir hier wieder vorwirft, ich bin FIFA-Fanboy und deswegen sage ich die Sachen, der kann mich gerne deabonnieren, weil das geht mir langsam so richtig auf den Sack. Die Dinge sind so, wie sie sind und es ist einfach meine Meinung, die ich hier äußere. Weder EA ruft mich an und sagt, Diko, baller bei dem Video bitte eine absichtliche Kritik raus, eine schlechte Kritik oder sonst irgendwie und bezahlt mich dafür gar nichts. EA Game Changer bekommen auch kein Geld von EA. Die werden vielleicht mal irgendwo eingeladen, wo vielleicht das Hotel bezahlt wird. Die kriegen vielleicht FIFA 20 umsonst. Sowas kriegen wir von EA. Ansonsten gibt es keine Bezahlung von EA. Schon gar nicht irgendwie Anrufe mit, kannst du das mit Absicht runterziehen oder in Dreck ziehen oder so. So ehrenlos ist dann EA auch wieder nicht, die es vielleicht dem einen oder anderen EA vorwerfen möchte. Das möchte ich euch gerne kurz mitteilen. Und ihr seht schon hier, ich habe hier einige Papiere am Start, die ich gerne angehen möchte. Und nochmal, ich betone es wirklich nochmal, es ist nur meine Meinung und ja, ganz wichtig dabei ist zu wissen, ich spiele PES nicht 365 Tage lang, sondern nur zum Release und nur die Demo und sehr selten zwischen dem Jahr. Ich bin FIFA-Zocker und ich habe deswegen versucht, so sachlich wie möglich zu bleiben, meine FIFA-Brille zur Seite zu legen. Aber ich muss zugeben, ich habe PES 20 Demo mit FIFA 19 verglichen. Das muss ich schon zugeben und deswegen verzeiht mir, wenn es manchmal doch ein bisschen FIFA-Boy-mäßig rüberkommt. Ich versuche das jetzt so zu sagen und so mitzuteilen, wie es eine Person mitteilen sollte, die, ja, eben nicht das ganze Jahr PES spielt. Zum Beispiel ein richtiger E-Sportler von PES oder ein richtiger Fan von PES kann besser einkalkulieren oder schätzen, wie gut die Pässe oder die Skills oder die Animationen sind. Das kann ich teilweise gar nicht. Deswegen sollte man meine Meinung vielleicht nur 60-70% wirklich ganz klar so verstehen, wie ich es sage. Und bitte, bitte, bitte ladet euch die Demo einfach selber runter. Sie ist kostenlos und holt euch einfach eure eigene Meinung. Ja, ganz wichtig. Und zwar der erste Punkt geht gar nicht erstmal aufs Gameplay, sondern der erste Punkt geht an die PES-Community. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, liebe PES-Community, ihr geht mir in den letzten Tagen, oder manche Personen, die mir wieder immer wieder auffallen, ihr geht mir ein bisschen auf den Sack. Immer diese Kommentare zu schreiben, was wollt ihr alle mit FIFA, ihr seid solche Lappen, PES ist tausendmal geiler und bla bla bla, Diko, spiel mehr PES, ist viel besser, bla bla bla, das geht mir auf den Sack. Und ich kann nur eins sagen, weder ist FIFA das geilste Spiel, noch ist PES besser als FIFA. Das ist meine Feststellung schon mal, das ist eigentlich schon fast das Endfazit von diesem Video, aber wir kommen trotzdem auf die Punkte und ich muss sagen, es gibt da so einige Leute aus der PES-Community, die mir in letzter Zeit unter Kommentaren so auf den Sack gehen, dass ich schon gar nicht mehr Bock auf PES 20 habe und dass die PES-Community mir aktuell viel unsympathischer rüberkommt wie die FIFA-Community, obwohl mir die FIFA-Community viel größer als Jammerlappen rüberkommt. Die heulen ja wegen jedem Scheiß. Ja, also da bin ich jetzt echt so ein bisschen gespaltet. Muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl zu FIFA 19 Gameplay darf man ruhig jammern. Das ist ja eine reine Katastrophe. Reine Katastrophe. Ich muss ganz ehrlich sagen, PES Community hat sich in letzter Zeit auf meinem Kanal nicht von der schönsten Seite gezeigt. Dann muss ich schon mal so zum Anfang, bevor ich auf die Gameplay-Punkte eingehe und ich versuche, so gut wie möglich im Hintergrund passende Szenen zu zeigen. Ich kann es nicht versprechen, dass da immer was finde. Sonst läuft einfach nur PES Gameplay, dass ich gezockt habe im Hintergrund, also verzeiht mir. Und ich möchte eine Sache schon mal vorab sagen. Ich weiß, warum viele Leute PES im Gameplay besser finden als FIFA. Ganz einfach, das Gameplay ist viel mehr Casual-lastig. Es ist viel mehr geeignet für Casuals. Wenn man gewisse Dinge gut übt, gut kann, kann einfach jeder Casual dieses Spiel extrem gut spielen, was eben bei FIFA schon etwas schwieriger ist. Da braucht man viel, viel mehr, meiner Meinung nach, Wissen, wie was, wo, wann funktioniert. Klar brauchst du das bei PES auch, gar kein Thema. Aber ich meine, Pässe sind komplexer, Schüsse sind komplexer bei FIFA und so weiter. Und ich glaube, deswegen jammern auch sehr viele FIFA-Community-Leute, weil es eben nicht mehr so Casual-lastig ist. Und deswegen feiern, glaube ich, sehr viele eben PES, weil es eben das
fördert. Das ist erstmal so mein erster Eindruck. Ihr dürft gerne sachlich eure Meinung dazu schreiben. Also man merkt bei der Demo schon mal, und ich merke es auch, und ich muss mich da selber ins selbe Boot packen, man merkt einfach, dass FIFA-Zocker kein Fußball zocken können. Man merkt richtig bei PES, wann es ein PES-Gegner ist online und wann es ein FIFA-Spieler ist, der einfach gerade die PES-Demo zockt. Das merkt man extrem den Unterschied. Die FIFA-Zocker sind ungeduldiger, die spielen schnell nach vorne, geht mir ja auch so, weil ich das so trainiert habe. Die machen nur draufrennen, draufrennen, draufrennen. Es gibt kaum Passspiel. Sie rennen mit Messi nur am Ball rum, was übrigens bei PES viel zu einfach ist. Da kommen wir gleich noch zu. Bei PES-Zockern sieht man schon, die versuchen Passspiel aufzubauen. Die gehen das Ganze ein bisschen ruhiger an. Obwohl auch da OP-Pressing, kommen wir auch gleich noch zu, ein bisschen echt oft genutzt wird. Aber man merkt auch schon Unterschied. Da muss ich der PES-Community recht geben, dass FIFA-Zocker das einfach überhaupt nicht gewohnt sind und natürlich dann über PES wiederum meckern, weil es langsam ist, weil sie einfach meiner Meinung nach gar nicht Fußball spielen können, zumindest gameplay-technisch, digital. In Real Life vielleicht ist das was anderes, ja, weil sie einfach nur draufrennen, schnell, 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 schnell. Da muss ich wieder der PES-Community extrem recht geben, ist mir auch da bei meinem Spielstil und auch bei den Gegnern einfach aufgefallen. Das Gameplay selbst im Allgemeinen finde ich offline mega, mega geil, auch wenn ich mit der wenigen Übung einfach mit dem Skillen gar nicht klarkomme. Aber ich kann schon sagen, aus PES 19 Erfahrung, dass man mit bisschen Übung und die Trainingseinheiten in PES sind in der Vollversion mega cool. Du kannst richtig leicht die Gameplay-Sachen lernen oder die Skills lernen und wenn du das dann öfters durchziehst, sind die Skills schon relativ einfach auszuführen. Aber wenn du es gewohnt bist von FIFA, ist es im ersten Hinblick eine Katastrophe in PES. Es sollte aber nicht das Spiel schlecht reden, sondern es ist einfach nur die FIFA-Zocker, die damit Schwierigkeiten haben. Aus diesem Punkt muss ich sagen, das Gameplay von PES 20 ist offline betrachtet ein richtiges Leckerbissen. Online ist es meiner Meinung nach ein Flop. Jetzt gehen wir mal die paar Punkte durch und wir fangen an. Ich kann jetzt mal ein Häkchen hier machen, das habe ich fertig. Der erste Gameplay-Punkt, den wir jetzt mal so richtig angehen, ist das Pass-System. Da muss ich sagen, PES bzw. Konami zeigt hier mit der Demo, dass man Pass-Autokorrekturen richtig gut machen kann. Vielleicht schon zu gut, dass es zu OP ist, weil EA ja immer wieder irgendwelche Argumentationen nimmt, warum die Pässe nicht zum Mann kommen, warum das so eine Katastrophe ist. EA bezeichnet das ja auf ganz gewisse Art und Weise, die ich jetzt hier nicht angehen will, weil sonst dauert das zu lange. In FIFA 18 war Passen nicht mehr so gut und in FIFA 19 war es eine reine Katastrophe mit dem Passen, dass die Passautokorrektur da einfach überhaupt nicht geholfen hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist bei PES 20, ich weiß halt nicht im Verhältnis nochmal, wie es bei PES 19 war, aber bei PES 20 ist das extrem gut gelungen. In 90 bzw. 95% der Fälle ist der Pass beim Mann angekommen. Also es ist, sagen wir es mal, gut gelungen, finde ich zumindest. Nur leider muss ich dazu sagen, ist es dann wieder online betrachtet zu OP. Also da treffen sich zwei Welten mit FIFA und mit PES, wo es bei beiden noch nicht ideal ist. Bei FIFA ist eine Katastrophe, dass zu wenig ankommt und bei PES meiner Meinung nach zu viel. Wenn ich mich aber jetzt auf eine Seite entscheiden müsste, finde ich bei PES ist ein Tickchen geil, weil du einfach auch, wenn du im Kopf sagst, du willst diesen Steilpass spielen, dann spielt der wirklich in 90% der Fälle diesen Steilpass. Und bei FIFA ist es so, du hast denselben Gedanken und der Ball geht plötzlich auf die ganz andere Seite oder plötzlich dahin. Oder ganz komische Animationswege oder vorprogrammierte Wege der Ball, wo ich mir einfach denke, ey, da wollte ich den nicht hinspielen. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Also so Steilpässe machen in PES meiner Meinung nach mehr Spaß als bei FIFA, weil das einfach viel logischer ist und viel besser zum Mann geht, muss man dazu sagen. Des Weiteren finde ich es sehr gut spürbar, dass wenn du stehen bleibst oder langsam läufst und nicht rennst, dass die Pässe eben sehr OP gut beim Mann ankommen. Wenn du rennst oder dich gerade drehst, sind sie schlechter. Ich habe mit E-Sportlern gesprochen von FIFA, die auch PES-Demo angespielt haben und meinten, den stört zum Beispiel, dass man bei einer Umdrehung nicht ordentlich passen kann. Da bin ich ein bisschen gespaltet, weil ich finde auf der einen Seite, ja, finde ich auch doof, dass in gewissen Situationen du einfach nicht passen kannst. Auf der anderen Seite, wie ist es denn im Real Life? Kannst du da auch in der Drehung einfach passen und der Pass ist perfekt? Also da finde ich das auch ganz geil in PES. Kritikpunkt muss ich sagen, dass es auch Bälle gab, die wirklich kullerhaft zeitlupenmäßig durchs Mittelfeld gekullert sind, durch 3-2 Spieler vom Gegner oder von mir, egal wie rum, und der Ball kam trotzdem am Mann an und der Ball ist wirklich in einem Schneckentempo 5 cm am Gegner vorbeigelaufen und er konnte diesen Ball nicht halten.
oder abfangen. Und das ist dann doch wieder ein bisschen lächerlich. Aber da bin ich, also ihr seht schon, wie viele auch schreiben, macht doch FIFA und PES einfach ein Spiel, dann haben wir es ideal. So ungefähr könnte man das ja auch ehrlich gesagt sagen. Und wenn wir schon beim Passen sind, kommen wir zum Flanken. Und ich kann euch jetzt schon mal so viel vorausspoilern. Am Ende dieses Videos haue ich meine Punkte raus. Von 10 Sachen gibt es dann immer nur mal 10 Punkte. 10 ist Beste, 1 ist Schlechteste. Und ich kann schon mal so viel sagen, Flanken bekommen bei mir die Höchstpunktzahl. Weil die finde ich bei PES einfach mega geil. In FIFA kotzt es mich einfach an, dass ich so oft, egal welche Varianten ich mache im Flanken, zu komplex, zu viele perfekte Anhaltspunkte brauche. Oder es gibt zu wenige Anhaltspunkte, dass eine Flanke zu meinem Mann kommt. Zu viele Flanken gehen ins Nimmerland, gehen ins Leere, gehen zum Gegner und gehen nicht zu meinen Spielern. Das nervt mich in FIFA extrem und das feiere ich im PES absolut, weil bei wirklich auch 85-90% der Fälle die Flanke zu deinem Mann geht. Und damit ist nicht gemeint, ja, ist doch scheiße, da kannst du andauernd köpfen, da kannst du andauernd Tore machen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern es ist einfach mit gemeint, dass Flanken einen Sinn haben im Spiel und dass natürlich die Abwehr das verteidigen kann mit Kopfbällen oder mit Füßen oder dass der Stürmer oder der Spieler, je nachdem wie gut er mit dem Kopfball ist, eben daneben köpft oder über das Tor köpft. Aber du hast als Spieler einfach das Gefühl, Flanken haben einen Sinn. Sie gehen auf meinen Mann und nicht irgendwo hin, ja, im 16er. Und das finde ich ja gut. Und auch hier ist der Fall, wenn du rennst oder der Ausdauer ist runtergefahren, weil er so viel gerannt ist oder sonst irgendwas in dieser Art, dass er dann eben schlechte Flanken macht. Beziehungsweise wenn er gute Power noch hat und steht oder beziehungsweise nicht rennt, dass er dann eben sehr gute Flanken macht. Ja, natürlich auch, wie gut du auflädst. Und das ist mir bei PES wirklich extrem gut aufgefallen und das wünsche ich mir einfach auch in FIFA. Was ich bei PES sehr, sehr groß feiere, beziehungsweise da wünsche ich mir ein bisschen den Countdown höher, ist bei Freistöße und Ecken gibt es einen Countdown, den gibt es auch bei FIFA, nur bei FIFA sieht man ihn nicht. Wenn man bei PES spielt, dann kommt irgendwann oben Countdown, noch 5 Sekunden Zeit, die Ecke auszuführen. Und bei PES finde ich es einfach geil, dass der Countdown fast 50-80% schneller runtergeht als bei FIFA. Fast vielleicht zu schnell, muss ich sagen. Packt mal noch so 5 Sekunden, vielleicht 10 Sekunden mehr drauf, dann ist es super gut. Bei FIFA kotzt mich das ehrlich gesagt relativ an, dass bei Freistößen der Gegner gefühlt nochmal eine Lümmelpause machen kann, bevor er den ausführt, den Freistoß, ja. Die Ecken, wie lang kann der sich da bitte Zeit lassen, das einzustellen? Das finde ich einfach nicht so geil in FIFA. Ecken und so, wie alles da gemacht ist, ist ein anderes Thema in FIFA, aber einfach mal mit PES zu vergleichen. Ich wünsche mir auch da, dass EA wirklich diesen FIFA-Zockern nicht mehr diese Chance gibt, 100 Jahre lang sich was auszudenken bei Freistößen, ein bisschen unter Druck setzen mit einem Countdown oder mit einem kürzeren Countdown. Auch was Ecken betrifft, würde ich schon ganz gut feiern und deswegen finde ich das auch eine super Sache in PES. Man sollte nur so 5 Sekunden oder 7 Sekunden noch draufballern. Ich finde es manchmal doch ein bisschen zu schnell. Kommen wir zu den Schüssen bei PES. Das ist natürlich so eine Geschmackssache. Viele schreiben, die Animation ist da viel cooler, der Ball fliegt viel realistischer. Ich muss sagen, ich finde die Animation nicht gelungen. In gewissen Situationen zumindest. Schnelle Schüsse sind zu krass schnell, langsame Schüsse sind merkwürdig. Aber es gibt auch gewisse Schüsse, die sehr, sehr geil dopsen, die wirklich auch schön aussehen. Also da ist so ein Mischgeschmack bei mir am Start bei PES, muss ich zumindest so sagen. Und das Einzige, was ich daran kritisieren muss, ist, dass im Verhältnis zu FIFA eben PES auch hier, wie ich es Anfang des Videos gesagt habe, es mir zu casual-lastig ist. Du drückst einen Knopf und es ist fast der Ball drin. Und ich muss sagen, wenn du innerhalb des 16er schießt, sind die Bälle fast immer drin. Das ist halt auch dann wieder so eine Sache, wo ich wieder gespaltet bin. Weil bei FIFA ist es ärgerlich, dass du in der Weekend League zum Beispiel im 16er oft schießt und die Bälle unnötig geblockt werden, unrealistisch daneben gehen, Torwart absolut krasseste Reaktionen hat, wo dich dann als FIFA-Zocker richtig aufregst. Andersrum betrachtet, bei PES ist es so, da regt man sich wieder andersrum auf, weil da einfach wieder fast alles reingeht. Das ist auch wieder lächerlich. Gut, man muss zugeben, in PES gibt es auch Situationen, wo ein Stürmer im 5-Meter-Raum ist und auch mal daneben ballert, so wo wir uns ja auch in FIFA immer drüber aufregen. Also das gibt's auch in PES. Aber dennoch, bist du in einer 1-gegen-1-Situation, ist der Ball immer drin. Und da gibt es auch Situationen mit R2,
wo du wirklich denkst, Alter, da kann sogar eine Schnecke den Ball einholen und trotzdem kann der Torwart in dieser Parade oder Animation, die er macht, diesen Ball nicht halten. Und das ist so ein bisschen mir einfach zu casual-lastig. Er hat zwei Schüsse, solange die innerhalb des 16ers sind, sind zu 99% immer drin. Also das finde ich dann auch schon ein bisschen crank. Also da sind wir so in der Spaltung. Bei FIFA ist zu wenig drin und bei PES ist zu viel drin. Also es ist echt schwierig, das Ganze so auseinanderzuhalten. Und da bleibe ich wieder der Meinung, packt euch zusammen. Zack, geilstes Schusssystem ever. Und da muss ich sagen, die Schüsse an sich kann ich bei PES gut leben. Offline, online halte ich das Ganze für dann doch etwas schwierig. Also ich muss sagen, mit diesem Schusssystem und mit ein paar anderen Sachen, die ich hier angesprochen habe oder noch ansprechen werde, möchte ich ehrlich gesagt keine Weekend League spielen. Kommen wir zu einer Sache, die auch sehr interessant ist in PES, und zwar Grätschen, liebe Freunde. In FIFA, ihr wisst, ich vergleiche das immer, in FIFA ist es so, dass mir manchmal Grätschen einfach nichts bringen. Es gibt so Situationen, wo der Gegner losrennt und ich denke mir so, ich will den jetzt einfach umgrätschen, um eine Art taktisches Foul zu machen, und ich krieg den einfach nicht. Ist das euch schon mal aufgefallen? Es gibt manchmal wirklich Situationen, da willst du absichtlich grätschen und du grätscht immer vorbei, wie als hätte er so ein Schutzschild, und manchmal gehen die Grätschen einfach nicht so, wie du willst. Das nervt mich in FIFA extrem. In PES ist es so, dass wenn du grätschen drückst, er grätscht einfach. Und er grätscht in die Richtung, in die du gerade lenkst. Er grätscht einfach. Ist egal, wo, wann, wie, was. Er grätscht. Und dann passiert das auch, dass du vielleicht aus Versehen gerade den falschen Spieler ausgewählt hast, der irgendwo auf der anderen Seite des Feldes ist, und du drückst aus den Grätschen, dann grätscht er einfach deinen Mitspieler um, der neben ihm steht. Den grätscht er einfach um. Zum Glück ist PES so programmiert, dass du natürlich nicht gleich eine rote Karte kriegst, sondern Verwarnung oder gelb. Das finde ich eigentlich ganz geil mit diesen Grätschen, weil du dadurch mehr Freiraum bekommst, selber im Tackling zu handeln. Der Nachteil wiederum bei den Grätschen in PES ist, sie funktionieren meines Erachtens meistens nur, wenn du gerade drauf grätscht, also auf den Gegner. Von Seite kannst du FIFA zum Beispiel auch Bälle schnappen, ja, oder auch manchmal noch von hinten, je nachdem, wie du das Ganze angehst, geht natürlich sehr, sehr selten. Und ich habe das Gefühl, bei FIFA kann, wenn die Grätschen funktionieren, du ein bisschen mehr die Bälle zu dir gewinnen. Ich habe jetzt so das festgestellt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu wenig PES spiele, das möchte ich jetzt ein bisschen zurückhalten und nicht das ganze Grätschsystem niedermachen, weil ich vielleicht einfach zu wenig PES spiele. Ich muss aber trotzdem sagen, meine Feststellung nach mehreren Spielen ist, dass mir Grätschen keine Gewinnsituation ergibt, sondern dass er einfach wirklich die extremsten Fouls bei rauskommen und ich einfach keinen Ballgewinn mit Grätschen erzeugen kann. Das ist mir einfach zu wenig. Es sind mehr Fouls wie irgendwie Ballgewinne. Das macht es dann doch ein Tickchen anstrengend. Wir kommen ja gleich noch zur Defensivabteilung. Ja. Was mir wiederum bei den Grätschen einfach auch noch gefällt, sind die Animationen. Ich finde, das wirkt alles sehr realistisch, auch wenn du die Spieler umgrätscht, die keinen Ball haben oder Ball haben. Es wirkt ziemlich, ziemlich geil. Also da kann man meckern über Animationen, wie man möchte. Ich finde in PES, es sieht wirklich geil aus, wirklich gelungen aus. Nur wie gesagt, sie haben nicht diesen Effekt, den ich mir wünschen würde. Dann gibt es so eine Spaltung bei mir in der Meinung bezüglich Schiri. Wenn du grätschst, irgendwie, er ist sehr, 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 sehr kleinlich. Ja, also er pfeift sehr viel. Wiederum finde ich es ganz geil bei PES, dass er Situationen pfeift, ja, wenn du irgendwie einen umgrätscht oder irgendwas, wo er einfach nur Verwarnungen macht oder mal eine gelbe Karte. Und in FIFA ist das sofort eine gelbe Karte oder in manchen Situationen sogar sofort eine rote Karte. Und das finde ich bei PES geiler, weil man kann defensiv, ja, vielleicht ist es zu viel, weil man online dann zu aggressiv sein kann. Ja, dann ist es nur noch ein Pfeifkonzert sozusagen, also nicht Pfeifen vom Fans, sondern vom Schiri her. Bei FIFA ist sehr, sehr nervig, dass sehr schnell es zu Elfmetern kommt. Obwohl, das kommt auch bei PES, muss ich zugeben. Mit den zweimal X-Klicken, Tackling ist auch so eine Sache. Und bei FIFA ist es einfach so, dass man sehr unnötig, sehr schnell gelbe Karten bekommt, keine Verwarnungen. Und in manchen Situationen, wenn da jetzt einer steht und du drückst aus Versehen Grätschen und der Grätschen einfach um, obwohl er keinen Ball hat, kriegst du eigentlich auch ein Real Life Rot, muss man schon sagen, kriegst auch ein FIFA Rot. Aber so Knöpfe drücken kann ja immer mal passieren. Deswegen finde ich es ganz geil, dass PES sich entschieden hat, da mehr einfach nur gelbe Karten oder Verwarnungen rauszuhauen, weil das natürlich eigentlich in den meisten Fällen nicht beabsichtigt ist. Es ist irrelevant, aber ich möchte es kurz erwähnen, weil ich gerade über den Schiri gesprochen habe. Konami, bitte, bitte aktualisiert mal die Pfeiftöne, also die Whistle, die Geräusche der Pfeife. Die sind nicht nach dem Real Life. Also so klingt meiner Meinung nach keine Pfeife von der Bundesliga oder sowas zum Beispiel. Es klingt für mich einfach, immer wenn ich die höre, habe ich nicht so das Empfinden, das ist ein Fußballspiel. Es ist irgendeine Pfeife, die reingetönt wurde, die aber, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, die fühlt sich nicht nach einer modernen Schiri-Pfeife an.
ist jetzt so eine Kleinigkeit, da sollte man das Spiel nicht kritisieren oder schlecht reden oder nicht kaufen deshalb, aber ich meine nur einfach, das fällt mir extrem auf. Kommen wir zum Thema Animation. Was mir aufgefallen ist, ist, dass eben Tackling- und Grätsch-Animationen ziemlich geil sind, und was mir auch auffällt, sind Kopfball-Animationen, finde ich, sind auch extrem gut gelungen, besonders irgendwie, wenn hohe Bälle vom Torwart kommen oder so Flanken, besonders so, da fällt mir das extrem auf, wie die Animation der Sprungkraft und des Köpfen ist, das gefällt mir sehr gut, ist sehr realistisch, muss ich sagen, kann man ruhig so machen. Das Gameplay selbst, ich bin jetzt da nicht so in Bilde zum Verhältnis zu PES 19, aber ich muss sagen, und ich habe es auch schon öfter jetzt gehört von PES Pros, dass das Gameplay schneller geworden ist. Das empfinde ich auch so, dass es schneller geworden ist, aber trotzdem immer noch in einem realistischen Zyklus oder Bereich. Das ist also völlig okay. Was mich wiederum bei den Animationen nervt, ist, wenn ich mit einem Abwehrspieler oder mit einem linken Verteidiger über die Außen laufe, neben einem Gegner, wirkt der ein oder andere Spieler, als hätte der gerade einen Marathon gelaufen und dann jetzt noch das Fußballspiel machen. Der wirkt so richtig so, ja, so voll aus der Puste und einfach mega extrem langsam. So nur von der Animation her. Da muss ich sagen, das mag der eine für realistisch halten. Ich finde es nicht ganz so schön in diesem Punkt. Ja, also ihr merkt schon, mir fallen positive Sachen auf, die ich wirklich feiere, und manche Sachen sind so lala, ne? Dann ist mir aufgefallen, Reaktionszeiten sind ziemlich nice. Ich weiß nicht, wie es in der Vollversion ist. Da habe ich, glaube ich, letztes Jahr mit PES 19 insgesamt 20 Spiele oder so nur gemacht. Deswegen habe ich keinen guten Vergleich. Die Demo spielen, glaube ich, jetzt auch noch nicht so viele Menschen wie dann die Vollversion, vermute ich mal. Aber trotzdem fällt mir eben auf, ob Delay, Server kaputt oder sonst irgendwas in PES, fällt mir einfach auf, dass online betrachtet, aber auch offline betrachtet, gibst du eine Kombination ein, auch irgendwie kurz vor der Linie des Auses irgendwie, du willst schnell drehen und dann dreht der sich sofort. Bei FIFA gibt es so Momente, wo du denkst, Alter, ich hab dir doch gesagt, pass mal oder dreh dich mal, und das dauert 100 gefühlte Jahre. Ja, und auch wenn die Drehungen und die Animationen und gewisse Sachen sehr langsam sind in PES und manchmal ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben, dass mir das positiv aufgefallen ist, dass man wirklich schnell noch sagen kann, ich möchte, dass du dich drehst, und dann dreht er sich. Ob er sich der Animation jetzt schnell dreht oder langsam dreht, das ist eine andere Sache. Fakt ist, dass er die Anweisung von mir sofort umsetzt. Und das fällt mir halt auch positiv auf, und es gefällt mir halt, ehrlich gesagt. Ein Nachteil an der Geschichte ist, dass man Pässe nicht mehr so gut korrigieren kann. In FIFA gibt es einen anderen Zeitraum zwischen Ballannahme und Pass. Das heißt, du kannst gewisse Situationen nochmal korrigieren. Du drückst zum Beispiel X-Pass nach oben, der Ball kommt gerade zu dir, oder es gibt eine Millisekunde oder paar Millisekunden Bedenkzeit vom Spiel. Und in dieser Millisekunde oder während der Ball zu dir kommt, kannst du dann nochmal sagen, nee, ich möchte doch keinen X-Pass machen, ich möchte einen Steilpass machen. Und das habe ich getestet bei PES, das fällt mir auf, ich kann meine Pässe so gut wie gar nicht nochmal umlenken oder eben korrigieren. Kann sein, dass ich vielleicht eine Funktion nicht kenne, irgendwie mit L2 oder so, dass man das nochmal korrigieren kann. Da könnten auch gerne PES-Zocker mich gerne nochmal korrigieren oder hinweisen. Aber so vom ersten Eindruck her und von den Tests, die ich gemacht habe, ist mir aufgefallen, kann man sehr selten seine Sachen nochmal korrigieren. Kommen wir zum Verteidigen an sich, liebe Freunde. Und da muss ich leider sagen, es ist gewohnheitsbedürftig. Es ist auch völlig in Ordnung, wie es PES macht. An sich mit den Kombinationen, denke ich mir zumindest. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Verteidigen finde ich persönlich in PES auch wie in FIFA eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal heißt es ja immer, in PES gibt es nur wunderbare Kombinationen und man muss sich durchpassen und es wäre realistisch. Nein, definitiv nicht. Ich hatte jetzt online genug Gegner, die Messi gespielt haben. Messi hatte den Ball und man muss dann nur irgendwie L1 und R1 drücken. Dann macht er solche Antäuschungen, dass du dann irgendwie den Abwehrspieler, überlaufen kannst, sagen wir es mal so. Und es gibt einige, die von Mittellinie bis in den 16er nur durchlaufen können. Kann aber auch daran liegen, dass ich vielleicht defensiv jetzt zu schwach Erfahrung habe in PES, muss man auch zugeben, dass auch daran liegt. Also wenn du jetzt nicht der Oberpro bist in PES, kommt es einem vor, als wenn man doch ziemlich einfach leicht über alles durchlaufen kann. Des Weiteren muss ich sagen, man kann ja wie bei FIFA auf X drücken und auf X bleiben, dann läuft der automatisch auf den
Ball basierenden Gegner, also läuft einfach drauf. Was dann wiederum aber sehr kompliziert macht, ist die Tastenkombination. Ich will mit meinem Spieler draufrennen und ich muss mit Viereck sagen, die CPU soll noch mit draufrennen, zum Beispiel, was Pressing angeht. Und das finde ich halt krampfmäßig, ja, wie soll denn das funktionieren? Oben rein ist es dann so, dass du in FIFA drückst du für einen normalen Tackling mit dem Fuß, Ballabnahme eben Kreis, kennt ihr ja alle. In PES ist es so, dass du zweimal auf X klicken musst. Und das finde ich halt auch sehr verwirrend und sehr komisch, muss ich zugeben. Da hätte ich ehrlich gesagt das ein bisschen anders da gemacht. Auch abschirmen oder so ein L2-Steps fehlt mir so ein bisschen in PES, muss ich zugeben, um da so ein bisschen selber so ein bisschen individuell das Ganze zu verteidigen. Finde ich so ein bisschen die Idee bei dem Ganzen. Bei FIFA wird ja immer viel gemeckert, dass ja Pressing so OP wäre und es nervt, dass alle nur draufrennen. Ich muss zugeben, ich finde es in PES online betrachtet zumindest, nicht offline, online noch stressiger und ätzender, weil die Bewegungen bei einer Drehung, wenn du den Ball hast, sind sehr langsam. Währenddessen hat dein Gegner schon irgendwie zwei Spieler ausgewählt, die er mit X draufhalten, auf dich draufrennen lassen hat. Plus er hat noch den Viereck gedrückt, dass noch die CPU mit draufrennt. Und dann hast du eine richtige Rudelbildung um deinen Ball herum, wo du denkst, Alter, was ist los? Hier heißt es doch immer, an PES kann man ruhig Passspiel aufbauen. Also ich hatte jetzt noch kein Online-Spiel, wo ich in Ruhe Platz hatte und Passspiele aufbauen konnte. Muss ich ganz ehrlich sagen, noch gar nicht. Die Gegner waren heftig, viel schneller sogar als das schnelle FIFA an mir dran im Pressing mit der CPU und mit ihrer eigenen Führung. Das fand ich fast schon lästiger als in FIFA, weil ich einfach null Raum hatte. Da muss ich sagen, bin ich bei beiden Spielversionen, weder PES noch FIFA, extrem zufrieden. Ich finde, dieses ganze OP-Pressing geht mir richtig auf den Sack. Und bei FIFA hat man es ja so geregelt, dass man ja die Stürmer und so weiter weiter nach hinten gestellt hat. Ja, wenn der Torwart zum Beispiel einen Abstoß macht, man kann jetzt nicht mehr so einfach vorne stehen. Das gibt's bei PES aber immer noch. Und dann, wenn ich dann irgendwie diese Kameraführung habe und denke mir, wo soll ich hinspielen, sehe ich erstmal meinem eigenen 16er 4 Spieler vom Gegner und ich denke, Alter, was soll denn das? Finde ich dann ein bisschen lästig. Ich finde es gut, dass EA da so zum Beispiel gegen die Realität gegangen ist und gesagt hat, wir wollen dem Spieler beim Abschluss ein bisschen Raum geben. Wir stellen da automatisch die Gegnerposition weiter nach hinten und lassen ihn gar nicht so weit vorne stehen. Das finde ich super bei EA. Bei PES finde ich das mit dem Pressing auch genauso eine Katastrophe wie teilweise in FIFA. Und ich habe halt, ehrlich gesagt, ohne diese Übungen und ohne viel PES-Spielen extrem Handschmerzen. Also ich finde das Verteidigen sehr krampfhaft, muss ich schon zugeben. Geiler natürlich ist es, wie gesagt, mit den Reaktionszeiten, dass du schneller dem Spieler sagen kannst beim Verteidigen, lauf nach links, lauf nach rechts. Das dauert ja in FIFA manchmal, what the fuck, wie lange. Also richtig krass lange, muss ich sagen. Dass der Spieler mal sagt, wenn du dem mal sagst, ich will nach links und nicht nach rechts, dann dauert das immer ewig. Oder der Spieler läuft als CPU auf den Ball, du wählst den dann aus und willst ihm dann sagen, lauf zurück. Dann braucht er auch erstmal irgendwie, Moment mal, was hat er jetzt gesagt? Und das ist bei PES halt geiler, weil du wählst ihn aus und sagst ihm, ich will nach hinten und er läuft halt auch sofort nach hinten. Er denkt nicht nochmal nach. Wir kommen so langsam Richtung Ende des Videos. Geht ja auch, glaube ich, schon fucking lange, aber trotzdem nochmal, was mir auch aufgefallen ist, mir bezeigt das in FIFA adaptive Spielerintelligenz. Ich habe jetzt keine Ahnung, irgendwie auch so eine Art Intelligenz hat auch einen eigenen Begriff in PES. Das soll damit gemeint sein, dass die CPU selber mitdenkt, wann sie wohin laufen soll. Und da muss ich sagen, es gefällt mir in PES ein Ticken besser. Ich weiß nicht, wie es in FIFA 20 ist, da hat man ja dran gearbeitet, aber ich finde es in PES geiler. Die Spieler suchen offensiv zumindest bessere Lücken, laufen besser mit, du kannst bessere Steilpässe machen. Manchmal fällt es mir aber noch auf, zum Beispiel mit Offensivspielern seltener als die in dem Mittelfeld, dass sie sagen, hey, ich laufe da hin und du sagst, geil, ich passe da mal hin und dann sagt er, nö, ich habe keinen Bock mehr. Also auch das haben wir in PES das Problem, aber weniger wie in FIFA. Also da finde ich es ein bisschen besser gelungen als in FIFA. Muss man aber sagen, ich vergleiche das alles hier gerade mit FIFA 19 und nicht mit FIFA 20. Ne? Dann hat man bei PES, das hat man glaube ich da schon länger, FIFA hat es nur kopiert, da hat man diese Möglichkeit mit dem rechten Stick eben manuell Spieler auszuwählen. Kennt ihr ja alle. Man kann entweder den einen Knopf drücken und dann geht das automatisch durch oder eben du kannst mit dem rechten Analogstick defensiv betrachtet schnell alle durchklicken und das gibt es ja bei PES meiner Meinung nach schon länger. Ich glaube FIFA hat das geklaut, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich muss auch sagen, in FIFA war das ja eine reine Katastrophe, den richtigen Spieler teilweise auszuwählen. Muss aber sagen, dass es in PES noch schlechter ist. Ich finde es da noch anstrengender und da haben wir dasselbe Problem in PES wie in FIFA, dass du defensiv betrachtet die Spieler in der Mitte, die du unbedingt
unbedingt brauchst oder haben willst, nicht bekommst und dann sogar hier noch länger brauchst, dich durchzuswitchen, bis du den hast, den du haben willst. Also das fällt mir zumindest auf, muss aber zugeben, dass ich dafür noch zu wenig Spiele gespielt habe. Es ist nur mein erster Eindruck, den ich da bekommen habe, dass da für mich persönlich, wenn ich jetzt beide Spiele vergleichen muss, beide den Gleichstand haben. Es ist bei beiden einfach nicht ideal. Des Weiteren muss ich Jahr für Jahr das Gleiche kritisieren. PES bekommt es immer noch nicht hin, einen Fluss in den Transitions reinzubekommen. Transitions, es ist übersetzt, Blendungen, die TV-Übertragung, die TV-Blendungen, wenn also eine Sequenz läuft, steht das Bild richtig freeze, also es ist wirklich, es steht, dann kommt eine Animation rein, eine Blende, die, also eine Transition, sagen wir, eigentlich so Fachjargon, ja, und die ist eben dann einfach zu langatmig, und dieses Freeze nimmt komplett den Rhythmus aus den ganzen wunderbar schönen Grafiken, ja, Kamerabewegungen sind super geil, tolle detaillierte Stadien, alles super, aber es nimmt so ein bisschen den Flair raus, wenn da immer alles kurz Freeze ist, kritisiere ich jedes Jahr. Ich wünsche mir einfach, dass es vielleicht zu PES 21 mal gelöst wird, das Problem. Und ich finde auch, dass man Option drücken muss, um eine Blende irgendwie wegzumachen oder eine Wiederholung wegzumachen. Finde ich auch ein bisschen lästig, weil der Knopf Option ist so ein anstrengender Knopf, so ein harter Knopf. Würde ich schön finden, wenn man da einfach X jetzt in Zukunft mal nimmt. Ich glaube, das hat man nicht genommen, weil man da einen sehr, sehr schönen Quicksub hat. Ich liebe den Quicksub in PES. Einfach tausendmal geiler, wie in FIFA, muss man sagen. Kann sein, dass es daran zum Beispiel liegt. Und man hat tolle detaillierte Stadien drin mit Allianz Arena, Bayern, toller Flair, toll. Game Phases kann man sich drüber streiten, aber gibt es meiner Meinung nach echt mal im Gesamten nichts zu meckern, wirklich nicht. So grafisch, Beleuchtung, alles toll, aber die Fansounds, egal ob du Bayern spielst, Barca spielst, Juve spielst, Menu spielst, ich finde die Fansounds in PES einfach altbacken und gehört einfach mal was Neues hingeknattert oder was Besseres hingeknattert. Da kommt für mich persönlich nicht so gute Stimmung auf wie in FIFA. Also da sollte man vielleicht noch ein bisschen was tun. Es wirkt auch alles so ein bisschen mehr dumpf, ja, also so ein bisschen dumpf wirkt da auch alles so ein bisschen. Auch da könnte man was machen. Das Menü zum Beispiel hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Es ist immer noch dieses Menü, wo ich das Gefühl habe, ey, spiele ich jetzt hier N64 aus den 90ern, ja, mit diesen ganzen Mausbewegungen. Man muss, auch wenn das jetzt kritisch klingt, aber auch was Positives dabei sagen, und zwar das Menü geht halt dafür auch viel, viel schneller und flüssiger als in FIFA, und das muss man halt auch einfach mal loben. Zumindest was die Demo angeht. Wir müssen aber auch immer mal noch die Vollversion vergleichen. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz klar. Kommen wir also zu meinem Abschlussplädoyer sozusagen zu PES. Liebe PES-Fans, nehmt meine negativen Sachen nicht zu persönlich. Ich habe versucht, jetzt die guten Sachen sowie die schlechten Sachen zu erwähnen. Für mich ist das kein schlechtes Spiel. Und ihr seht jetzt hier eingeblendet meine Punktzahl von 100, die ich verteile. 100 Punkte auf 10 Kategorien. 10 von 10 ist das Beste, 1 von 10 ist das Schlechteste. Fangen wir an. Passen gebe ich von 10 8, Flanken gebe ich von 10 10, finde ich einfach super gut. Schuss, muss ich zugeben, gebe ich nur 6 von 10, finde ich jetzt nicht so schnieke. Tackling gebe ich 8 von 10, ich habe mich eigentlich vorher, habe ich nochmal durchgestrichen, erst für 6 entschieden, habe aber gesagt, Dico, komm, hast viel zu wenig Spiele gespielt. Ich glaube, wenn man das Spiel ordentlich spielt, kriegst du das mit 2x X-Klicken und mit Viereck drücken für Pressing auch irgendwann hin, deswegen wäre das nicht sachlich und kompetent entschieden, wenn ich da 6 von 10 gebe, deswegen 8 von 10. Defensive allgemein gebe ich aber dennoch, weil ich nicht damit so glücklich bin, weil es so krampfhaftig ist, eine 6 von 10. Reaktion eine 8 von 10. Animation eine 8 von 10. CPU bin ich gespaltet. Ich habe auch da überlegt, ob ich da weiter runtergehe. Dachte mir aber nein, weil die adaptive Spielerintelligenz doch echt nicht so schlecht ist und so weiter, gebe ich 9 von 10. Dribbling, muss ich zugeben, habe ich vorhin im Video gesagt. Wenn man die Vollversion hat, gibt es tolle Trainingseinheiten in dem Spiel, wo man die Skills wirklich, wirklich schön lernen kann. Und wenn man sie gelernt hat, sind sie auch relativ einfach und auch schön anzusehen in dem Spiel und nicht so OP zum Beispiel wie in FIFA. Obwohl ich muss sagen, wenn du defensiv ein richtig schlechter Spiel bist in PES, dann sind die Skills auch da extrem OP online betrachtet. Trotzdem gebe ich davon 8 von 10. Und jetzt der letzte Punkt, der hat zwei Kategorien, einmal für Offline, einmal für Online. Das ist einmal das Feeling auf dem Platz. Da gibt es einmal Offline, da gebe ich safe 9 von 10. Einfach verdient, finde ich, Offline. Und Online, muss ich ganz ehrlich zugeben, nur 5 von 10. Also das ist meine persönliche Meinung. Das heißt, wir haben Online betrachtet 76 Punkte von 100. Offline haben wir 80 von 100, und ich finde, das ist eine ganz okay Bilanz, besonders von einem FIFA
Fanboy, ja, so ein bisschen. Ja, und das ist so einfach meine Meinung zum PES 20 Demo-Spiel. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt wieder gespaltet sind. FIFA-Zocker werden, ohne das Video zu gucken, eh dieses Video einfach disliken. PES-Zocker, die eine PES-Fan-Brille auf den Kopf haben, werden mich jetzt haten wegen den negativen Sachen. Also ich kann es jetzt eh nicht recht machen, deswegen habe ich einfach nur meine Meinung hier rausgeballert. Es ist euch überlassen. Ich kann nur eins sagen, liebe Freunde, meine Meinung hin oder her. Ladet euch bitte, egal ob PC, Xbox oder PlayStation, kostenlos die Demo runter. Spielt es selber, bitte aber nicht nur zwei Spiele, spielt mindestens 10 bis 20 Spiele, am besten dann auch nochmal online, um selber einfach eine eigene Meinung zu bilden. Finde ich viel besser, wenn ihr euch eine eigene Meinung bildet, als von irgendeinem YouTuber, die zu nehmen und sagen, ey, ich kaufe kein PES oder juhu, PES ist geil. Nur weil der Typ das gesagt hat, finde ich kacke. Holt euch eure eigene Meinung und damit verabschiede ich mich jetzt. Lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns bei weiteren Videos wieder. Bis dahin, ciao.